Hinter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden Spezial im Rahmen unserer Energiewoche. Heute zum Thema Gas. Ja, gehören Sie auch zu den Menschen, die sich irgendwann mal für den Hobbykeller und gegen den Öltank entschieden haben, sich dann eine Erdgasheizung angeschafft haben in der Hoffnung, dass stabile Preise sie über die nächsten Jahre tragen werden und jetzt jeden Tag bange schauen, ob der Postmann möglicherweise die Gasrechnung bringt, die dann doch etwas höher ist, als Sie erwarten. Dann sind Sie sicherlich nicht allein in diesem Land und darüber wollen wir diskutieren, über die Sorgen und aber auch die Hoffnung, die sich vielleicht verbinden mit dem Energieträger Gas, mit meinen Gästen. Und zwar begrüße ich als erstes Klaus Bergschneider. Sie sind Generalbevollmächtigter der Gazprom Germania. Herzlich willkommen. Und dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Franz Hubert von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Herzlich willkommen. Ja, und damit Sie auch Ihre Sorgen und Nöten äußern können, dafür haben wir jemanden im Studio, nämlich Alexander Puhl. Und wir haben für Sie, liebe Zuschauer, zunächst einmal eine Grafik vorbereitet, um Ihnen auch ein bisschen die geopolitische Dimension des Themas ein wenig näher zu bringen. Sie sehen eingeblendet jetzt rot die Länder der Erde, die Regionen mit sehr hohem Erdgasvorkommen, gelb die mit sehr niedrigem Erdgasvorkommen. Und das, was jetzt eingeblendet wird, das ist die sogenannte strategische Ellipse, also ein Raum, der sich vom Nahen Osten über den Kaspischen Raum bis in den Norden von Russland hinzieht. Innerhalb dieses Gebietes befinden sich knapp 2/3 aller bekannten Welterdgasreserven. Und wenn man sich den Preis des Erdgases anschaut, seit den 90er Jahren um 75% gestiegen, wenn man sich die steigende Nachfrage anschaut, dann ist es nicht schwer zu erraten, dass nicht nur Russland hier ein immanentes Interesse daran hat, seinen Einfluss auf diesem Gebiet zu stärken. Amerika ist dort auch seit Jahren ein Machtfaktor. Und die Sorge der Zuschauer, die sich so ein bisschen auch aus den E-Mails widerspiegelt, die wir jetzt schon bekommen haben, ist die Frage, kommt es denn oder wann kommt es denn zu einem bewaffneten Konflikt um Rohstoffe? Und zu den Fragen im Einzelnen, da kommen wir später noch dazu. Jetzt erstmal zurück zu Christoph Minhoff. Ja, vielen Dank. Wir wollen nicht gleich mit dem Krieg anfangen, sondern erstmal mit dem Preis. Wenn so ein Kubikmeter Gas aus der Erde rauskommt, kann man beziffern, was sowas kostet? Das kann man mit Sicherheit beziffern und das wird sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, um welche Quellen es sich handelt. Das ist genauso wie beim Öl. Es gibt Felder, die vor langer Zeit erschlossen worden sind und es gibt Felder, die wir für den zukünftigen Bedarf noch erschließen müssen. Und dort sind die Kostenunterschiede sehr, sehr groß. Wir haben bis vor wenigen Jahren, zum Beispiel in der Erdölbranche, die Kalkulationen angestellt mit einer Ölpreiserwartung, ich sag mal um die $20 pro Barrel. Und auf der Basis haben die Unternehmen auch ihre Entscheidungen getroffen. Und dieses Öl, was damals erschlossen worden ist, wird heute zu ganz anderen Preisen verkauft. Das ist so. Und die Situation im Erdgas ist allerdings etwas anders, weil Erdgas ja von der Preisbildung her sich am Öl orientiert. Und da kommen wir gleich noch dazu, warum das so ist, aber es ist erstmal so, ja. Ja, und die Herausforderung besteht eben nun darin, dass man den wachsenden Bedarf auch befriedigen kann und dabei natürlich in entferntere Regionen vorstößt. Wir müssen uns vorstellen, dass das Gas aus Russland mehr als 5000 Kilometer zurücklegt, bevor es dann hier beim Verbraucher ist. Und das ist noch eine relativ kurze Entfernung, also es gibt auch noch längere Transportrouten. Und die Gebiete, die erschlossen werden, die sind natürlich auch zunehmend schwieriger zu erschließen. Wir hatten am Anfang Felder wie Jamburg oder Orenburg, die lagen mehr zentral. Und dann geht es nach Sibirien. Wenn wir an die Jamalhalbinsel denken, dann haben wir völlig also widrige Bedingungen. Also es ist relativ unterschiedlich. Am günstigsten ist es wo? Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat. Was kostet sowas? Was kostet Gas, wenn es da rauskommt? Haben Sie ungefähr eine Zahl? Nein. Nein, die okay, Zahl werde ich Ihnen nix. So jetzt nicht nennen, weil sie vollkommen so irreführend wäre. Okay, okay, alles klar. Dann frage ich mal andersrum, welchen Anteil hat denn sozusagen der Preis beim Endverbraucher, hat denn überhaupt der Lieferpreis? Kann man das ungefähr beziffern? Also wo ist der Unterschied zwischen dem, was sozusagen der Lieferant bekommt und das, was am Ende der Endkunde bezahlt?
Na, der Lieferant, der bekommt das, was der Endkunde bezahlt, zunächst mal. Aber dann muss er natürlich zusehen, wo er sein Gas herbekommt. Naja, die, die Gazprom zum Beispiel ist ja kein Endkundenlieferant sozusagen, sondern sie verkauft ja an... Nein, das ist sehr schwer zu sagen, wie sich das... Im Grunde genommen fragen Sie, wie teilt sich Gazprom oder die algerischen Produzenten oder es gibt ja auch andere, wie teilen sich die sozusagen den gesamten Kuchen mit denen, die hier importieren und in Europa oder in Deutschland das dann in ihre Netze und dann auch in die Verteilernetze einspeisen? Ja, ich versuche es so zu verstehen wie beim Öl. Also es gibt jemanden, der Öl produziert, der es anliefert, der es raffineriert und am Ende verkauft. Ja. Und hier gibt es jemanden, der Gas anliefert und dann gibt es jemanden, der Gas verkauft an den Endverbraucher. Und das sind unterschiedliche Menschen. Das sind unterschiedliche Menschen, aber was die Zahl, die fehlt, ist die, der uns gerade nicht genannt hat. Weil wir müssen natürlich wissen, was sozusagen Gazprom oder die Algerier, was die sozusagen in Rechnung stellen, wenn sie Gas liefern. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass da die Preise von Gas an Öl gekoppelt sind und sich an den Produktionskosten des Gases im Moment natürlich jetzt nicht viel geändert hat über die letzten 5 Jahre. Mit der steigenden Nachfrage muss man natürlich gucken, dass man sehr teure Felder in Zukunft erschließen muss. Aber sozusagen an laufenden Produktionskosten, die haben sich nicht sehr stark verändert. Insofern sind natürlich die Gasproduzenten schon diejenigen, die hier den größeren Teil des Kuchens abbekommen haben. In einer Sonntagszeitung, deren Name natürlich nicht genannt werden darf, haben wir ein wunderschönes, an diesem letzten Sonntag, so eine wunderschöne Karte gehabt. Ich zeige das mal, wie unterschiedlich in Deutschland die Gaspreise sind. Und mich würde natürlich, und nicht nur mich, sondern die Zuschauer auch, würde interessieren, wie kommt es denn zu einem solchen Flickerteppich? Wieso kostet das an der einen Stelle so viel und an der anderen Stelle so wenig? Das hat vor allem etwas mit der Versorgungsstruktur in Deutschland zu tun und eigentlich nichts mehr mit den internationalen Gasproduzenten. Wir haben halt eine sehr zersplitterte Versorgungsstruktur, wo viele Stadtwerke noch eine Rolle spielen auch. Wir haben natürlich auch die großen, also E.ON und Vattenfall und Wintershall. Aber für den Endverbraucher hängt das in vielen Regionen eben doch auch noch am lokalen Verteiler. Und das ist ein sehr heterogenes Gebiet. Nun liegt es natürlich auch zum Teil daran, dass die Kosten weitergeben, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Denn die haben ja Lieferverträge irgendwann mal abgeschlossen. Und die haben sie zu unterschiedlichen Zeiten abgeschlossen. Die werden zwar alle jetzt teurer, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wo man mal angefangen hat. Und das kann dann aber so ein Flickenteppich erklären. Das heißt, es gibt auch für Sie unterschiedliche Preise, die Sie sozusagen bekommen als Lieferant von den unterschiedlichen Abnehmern? Ja, die sind also doch schon sehr ähnlich. Ich möchte auf diesen Flickenteppich doch mal eingehen, weil das auch der Ansatzpunkt der Gazprom gewesen ist, seinerzeit in den Markt einzusteigen. Die wenigsten wissen, dass es vor der Liberalisierung des Energiemarktes schon Wettbewerb im Gasmarkt gegeben hat. Und zwar wurde der schon damals eingeleitet mit der Gründung der Wingas 1993, ist das Unternehmen gegründet worden, und zwar als Joint Venture von BASF und Gazprom. Und Gazprom ein russisches Unternehmen, Gazprom Germania ein deutsches Unternehmen? Ja, also damit sprechen Sie direkt auch unsere Herkunft von Gazprom Germania an. Damals stand die Gazprom Russland vor der Frage, wie man denn dieses Joint Venture Wingas oder den Anteil an der Wingas würde finanzieren können. Und die Banken haben Wert darauf gelegt, dass sie einen Schuldner hatten, der in Deutschland seinen Sitz hatte. Okay. Und deshalb ist damals auch die Gazprom Germania gegründet worden, noch unter dem Namen ZGG, Zaruweschgas, was übersetzt heißt. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie das ausgesprochen haben. Ich habe das hier stehen, ich hätte es nicht ausgebracht. Ja, aber das sagt eigentlich alles. Das war das Unternehmen, das die Gazprom gegründet hat, um die Auslandsaktivitäten zu steuern. Und Deutschland war das erste Beispiel. Und was die Gazprom damals getrieben hat, dieses Joint Venture einzugehen, war der Wunsch, an eben diesem Flickenteppich, den Sie eben gezeigt haben, teilzuhaben. Verstehe. Wir wissen alle zum Beispiel, dass der Grenzübergangspreis, insofern gibt es auch etwas Transparentes, sagen wir mal in etwa bei 3 Cent im Augenblick liegt. Mhm. So, das ist der Preis, zu dem das Gas an der Grenze übergeben wird. An der Grenze zum Beispiel, es gibt die Lieferungen aus Russland, die werden in Weitaus
an der tschechisch-deutschen Grenze an die Ruhrgas übergeben. Es per gibt Pipeline. Dann per Pipeline. Und dann gibt es Übergabepunkte an die Wingas, das ist Olbernhau. Mhm. Dann gibt es noch Burghausen, das ist unten in Bayern. Mhm. Und dann gibt es Frankfurt-Oder, das ist weiter nördlich. Also, und da kommt das Öl, das Gas für 3 Cent. Ja, ich sage das jetzt mal als grobe Orientierung. So. Und, pro Kubikmeter? Nein, pro Kilowattstunde. Pro Kilowattstunde. Okay. Ja. Und es ist so, dass die Preise vergleichsweise ähnlich sind. Also zum Beispiel das Gas, das die Norweger liefern, was dann in Emden angelandet wird. Oder das Gas, das die Holländer liefern. Das ist alles vom Preis her relativ ähnlich. Also man kann jetzt nicht über die genauen Preise reden, das ist alles auch vertraulich, wie in anderen Bereichen auch. Verstehe. Aber es gibt so eine Art Referenzsystem, dass sich die Produzenten alle am Markt orientieren. Und das Besondere an der Preisbildung für Gas ist ja nun einmal, dass Gas wettbewerbsfähig sein muss, sonst kann es nicht verkauft werden. Und die Verbraucher haben ja auch jederzeit die Wahl, Öl zu nehmen. Ja. Und deshalb, wenn das Gas teurer wäre als Öl, dann könnte man es auch nicht verkaufen. Trotzdem frage ich nochmal nach dieser Ölpreisbindung, die ja, glaube ich, jetzt die Leute natürlich deutlich mehr stört, als dann, wenn das Öl günstig ist, ehrlicherweise. Also muss das so sein? Gibt es eine Alternative? Kennen Sie irgendjemanden, der über eine Alternative nachdenkt? Ja, sicher wird über Alternativen nachgedacht. Es muss auch nicht unbedingt so sein, aber es hat sich historisch so entwickelt und es ist ja auch nicht ganz unsinnig, wenn man sich das erstmal überlegt. Sie müssen sich vorstellen, das würden wir natürlich gerne erklärt bekommen, Sie weil haben, historisch entwickelt ist immer so ein, ja, das kann man sich auch nicht historisch entwickeln. Nehmen wir das Beispiel, womit Sie angefangen haben. Man hatte, irgendwann mal muss man sich entscheiden, was für einen Tank man haben möchte. Ein Öltank oder man stellt halt seine Heizung auf Gas um. Und natürlich ärgern Sie sich, wenn Sie damals sich für Gas entschieden haben, ärgern Sie sich jetzt darüber, dass das hochgeht und Sie neigen dann darauf zu schimpfen auf diese Gaspreisbindung ans Öl, weil das Gas geht hoch, weil das Öl teurer wird. Und das freut Sie nicht. Aber wenn Sie damals den Öltank drin gelassen hätten, würden Sie ja nicht weniger zahlen, dann würde der Preis jetzt auch hochgehen. Und das insofern ist das ist ja die Logik hinter dieser Gaspreisbindung, dass man gesagt hat, was ist der wichtigste alternative Energieträger, der einen sehr, sehr starken Markt hat, den Ölmarkt, der ist schwer zu beeinflussen. Und wenn ich einen langfristigen Vertrag abschließen will, muss ich mir was überlegen für die Preise. Ich meine, ich kann natürlich auch jedes Jahr neu verhandeln, aber das ist das, was man unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit nicht wirklich will. Warum zahlt man nicht einfach das sozusagen, was an Kosten anfällt? Also wieso muss das überhaupt gekoppelt sein an irgendetwas? Liegt es vielleicht auch daran, weil letztendlich so groß der Markt im Bereich Gas nicht ist, die Anbieter schon überschaubar sind? Es gibt Ideen, dass man zum Beispiel mehr Gas-zu-Gas-Wettbewerb heute hat als früher und man könnte den Gaspreis auch indizieren, zum Beispiel auf Gaspreise, Spotmärkte. Aber das würde den Gaspreis nicht ruhiger machen und der Spotmarkt ist noch sehr klein. Das heißt, man guckt, was ist auf dem Markt, was kostet der auf dem Markt und dann passt man in den laufenden Verträgen den Gaspreis immer an den Spotmarkt an. Nur viel Geld sparen würde uns das nicht. Wir sehen es ja im Gegenteil, im Moment könnte es sogar teurer werden. Also in Großbritannien haben wir exakt den Fall, dass dort ja ein Spotmarkt eingeführt worden ist. Und man hat interessanterweise festgestellt, dass erstens die Volatilität zugenommen hat. Und zum Zweiten lässt sich inzwischen auch empirisch nachweisen, dass sogar dieser Spotmarkt den Ölnotierungen folgt. Also es gibt eine Korrelation zwischen dem Spotmarkt und den Ölnotierungen. Das ist quasi naturgebunden. Aber ich möchte einen Punkt nicht vergessen. Wenn wir über die Gaspreise sprechen und dass auch unser Unternehmen bzw. unsere Muttergesellschaft davon profitiert. Das ist vollkommen richtig. Über höhere Preise freut man sich. Das ist richtig. Aber ich darf daran erinnern, dass wir 1998, das ist ja noch nicht so lange her, einen Ölpreis von $10 pro Barrel gesehen haben. Ja, $10 pro Barrel. Und zu dieser Zeit hat das Erdgas an der deutschen Grenze einen Pfennig gekostet. Das heißt einen halben Cent. Und für diesen halben Cent, einen Pfennig, hat die Gazprom das Gas in Sibirien gefördert, hat das durch Russland transportiert, hat es durch die Ukraine transportiert, hat es zwischengelagert, um auch noch Puffer zu haben, hat es dann durch die Slowakei und Tschechien transportiert, um es dann in Deutschland für einen Pfennig
pro Kilowattstunde abzuliefern. So, wir können über Wellhead-Preise, und deshalb habe ich eben auch nichts zu dem Thema gesagt, können wir diskutieren. Und dann hätten Sie mir nämlich direkt automatisch die Frage gestellt, das kann doch gar nicht stimmen, denn dann hätte die Gazprom doch damals unter Kosten geliefert. Und ich sage Ihnen, es ist so, und das ist auch eben ein Teil der Vertragstreue, in guten wie in schlechten Zeiten. Und solche Verträge müssen halt auch ausgewogen sein. Und manchmal hat man halt die gute Seite erwischt. Verstehe. Und manchmal die schlechte Seite. Das, also die Hoffnung jedenfalls, dass man irgendwie jetzt hier den Zuschauern und Endkunden sagen kann, irgendwie das koppeln wir jetzt mal ab, da wird nichts draus, das sehe ich schon. Aber Alexander Puhl hat bestimmt auch noch Fragen. Ja, die Verbraucher fragen zumindest einmal die Sorge oder beziehungsweise die Frage an den Professor Hubert auch von der Humboldt-Universität. Wie kann eigentlich oder hat der Verbraucher überhaupt irgendeine Macht, auf den Gaspreis Einfluss zu nehmen? Kann man auswählen? Was würde er den Leuten also empfehlen, wenn man denkt, dass man zu viel eben bezahlt? Dann eine Frage an den Herrn Bergschneider. Wie sicher ist denn eigentlich die Versorgung mit Gas aus Russland? Das ist eine Frage, mit der man sicherlich öfter konfrontiert wird, auch im Hinblick, ich habe es am Anfang angesprochen, bewaffnete Konflikte. Gibt es da Leute, die so etwas beobachten? Wie schätzt man sowas ein? Das ist die Frage an den Herrn Bergschneider. Ja, vielleicht zuerst Sie. Ja, hat der Verbraucher Macht? Nun, die ist natürlich, wenn man dann erstmal auf Gas umgestellt hat, klein, weil man hängt am Gas, man ist abhängig. Man hat erweiterte Auskunftsrechte inzwischen, denn wie gesagt, der Gaspreis wird ja nicht von der Gazprom gestellt, die hat ja kaum direkt Kundenkontakt, sondern die wird ja von dem regionalen Gasversorger gestellt. Und da ist die Rechtsposition der Verbraucher inzwischen etwas gestärkt worden, so dass Unternehmen, die Gaspreiserhöhungen durchsetzen wollen mit der Begründung gestiegener Kosten, diese transparenter darlegen müssen, als es noch vor kurzem war. Aber das ist natürlich eine sehr begrenzte Macht für die allermeisten Leute, die ja nun nicht prozessieren wollen endlos lang um ihre Gaspreise. Das führt uns zurück, wäre es weise, sich umzuorientieren. Und das ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man auf Öl umsteigt, dann trägt man das Ölpreisrisiko. Man hat eben Energiepreisrisiken und die kann man kaum vermeiden. Sicherheit der Versorgung. Ich denke mir immer, wenn Sie eine Pipeline bauen irgendwohin, die ist ja nicht so flexibel wie irgendwie zu Hause ein Gartenschlauch. Das heißt, wenn das Ding mal irgendwie irgendwo liegt, dann können Sie schlecht woanders was hinpumpen. Ist das so ein zweischneidiges Schwert? Sie müssen ja damit sozusagen auch darauf hoffen, dass wir weiter sozusagen das Gas abnehmen. Also zunächst einmal jemand, der solch eine Leitung baut, muss sehr großes Vertrauen in den Markt haben. Hm. Nur dann wird er solch ein Investment wagen. Und das ist natürlich schon sehr lange her, dass die Erdgaswirtschaft begonnen hat zu importieren. Der erste Importvertrag, der geschlossen worden ist, der wurde mit der Gasunie geschlossen, also mit den Holländern. Mhm. Und die Leitung, die dort gebaut worden ist, die ging von Nöweschanz nach Leer, wenn ich mich recht erinnere, und hatte 50 Kilometer Entfernung. So. Mhm. Und die nächste große Importleitung, die dann gelegt wurde, das war die aus Russland nach Deutschland und die hatte dann eben 5000 Kilometer. Das ist ja schon eine ganz andere Dimension. Und da braucht man natürlich als Produzent auch ganz andere Sicherheiten. Mhm. Und das lässt sich dann auch nur im Rahmen einer Partnerschaft bewerkstelligen. Insofern haben die Unternehmen, damals war das ja die Ruhrgas, E.ON Ruhrgas jetzt, die sich dort engagiert hat und eben in Ostdeutschland das Unternehmen, was jetzt heute VNG heißt. Und diese beiden Unternehmen haben mit Gazprom das begründet, was man heute im Rückblick 35 Jahre Versorgungssicherheit, gelebte Versorgungssicherheit nennen kann. Aber das ist nicht alles. Wir können natürlich sagen, was habe ich von der Vergangenheit? Das hat über alle Krisen hinweg funktioniert. Da sind irgendwo Raketen aufgestellt worden, aber das Gas ist immer geflossen. Also die Beispiel Verträge sind Ukraine immer. Vor einiger Zeit. Naja, also das ist nun ein völlig anderes Thema, weil die Ukraine zu dem Zeitpunkt, als kein Gas geflossen ist an die Ukraine, auch keinen Vertrag für selbiges Gas hatte. Also ich glaube, da sind wir uns unter Geschäftsleuten einig, wenn man keinen Vertrag hat, dann bekommt man auch nichts. Und wenn Sie oder wenn wir dem Bäcker kein Geld fürs Brötchen bezahlen wollen, dann gibt er uns auch keine Brötchen. So einfach ist das. Das muss man einfach mal so sehen. Aber der Herr Hubert atmet schwer und darf deshalb auch was sagen. Das ist halb richtig. Also Sie hatten natürlich keinen Vertrag. Es bestand keinerlei wirkliche Verpflichtung, der Gazprom zu liefern. Aber ich meine, wenn ein Tarifvertrag ausläuft, dann geht man auch nicht automatisch
klassisch ein Streik. Das kann man tun, wenn Verhandlungen scheitern. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren, was damals passiert ist, aber es hätte natürlich durchaus Möglichkeiten gegeben, der Gazprom eine etwas flexiblere Verhandlungsstrategie der Ukraine gegenüber zu fahren. Aber es stimmt schon, der Vertrag war ausgelaufen, man war nicht mehr weiter in der Pflicht und hat dann eben die Lieferungen eingestellt. Das Thema Versorgungssicherheit. Aber das ist nur eine Möglichkeit, mit solchen Fällen umzugehen. Das Thema Versorgungssicherheit bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Sorge der Menschen hierzulande, in eine gewisse Abhängigkeit zu geraten. Ja. Naja, aber was, wir sagen jetzt Abhängigkeit, ja? Und das ist natürlich ein bisschen negativ besetzt. Also zum Beispiel ein Kind ist von seinen Eltern. Ein anderes Wort, bitte. Nein, also das ist ja kein Vorwurf, aber ich stelle das mal fest. Also wenn wir von Abhängigkeit sprechen, meinen wir zunächst einmal etwas Negatives. So, also wenn ein Kind von seinen Eltern abhängig ist, ja, dann würden wir das anders formulieren. Dann sagen wir, das Kind verlässt Kinder sich auf seine Eltern. Das auch so, ja. So. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, und das ist in diesem Zusammenhang enorm wichtig, dann würde ich mal so formulieren, ist das die ständige Bestätigung positiver Erwartungen. Ja? Hm. Also das schafft Vertrauen. Und das haben nun die Partner über 35 Jahre erfahren. Aber wir alle wissen, dass das nicht genug ist. Das hat auch die Gazprom erkannt. Und deshalb hat sie deutsche Partner, mit denen sie also sehr gut zusammenarbeitet, Zugang, ich nenne es jetzt mal, zum Allerheiligsten gewährt. Es gibt Achimgaz, es gibt Yuzhno-Russkoje, und Achimgaz sind 200 Milliarden Kubikmeter. Das andere Feld hat etwa 700 Milliarden Kubikmeter Reserven. Und dort sind die deutschen Unternehmen eigentumsrechtlich beteiligt. Ist das mittlerweile so? Da wurde ja, glaube ich, lange verhandelt. Und das ist mittlerweile abgeschlossen. Für die Wintershall ist das erfolgreich abgeschlossen. Und wir müssen das mal ins Verhältnis setzen. Wir haben in Deutschland in etwa vielleicht noch 160 Milliarden Kubikmeter Erdgasreserven, aus denen wir die rund 15% Versorgungsanteil bestreiten, die wir in Deutschland haben. Also als eigene. Ja, als eigene Reserve. Reserve, ja? Also das heißt, Ressourcen, Milliarden, die im Boden sind und wirtschaftlich gefördert werden. Wie viel brauchen wir im Monat davon? Naja, im Monat rechnen wir nicht. Wir sagen, im Jahr brauchen wir mehr als 100 Milliarden Kubikmeter an Aufkommen für Deutschland. Also ein Jahr, anderthalb Jahre, dann sind die eigenen Vorkommen. Ja, die kann man aber so schnell gar nicht fördern. Also ja, aber in der Theorie, damit man mal eine Vorstellung hat. Ja, aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass eben die Wintershall einen Anteil von rechnerisch 35% allein an dem 700 Milliarden Kubikmeter Feld erworben hat. Und dieses Gas wird natürlich dann auch seinen Weg nach Deutschland finden. Ist doch eigentlich eine klasse Sache, oder? Also ich will vielleicht, ja, zunächst mal vielleicht dazu beisteuern, dass Abhängigkeit ist hier eine zweiseitige. Da das Pipeline-Gas eben Pipeline-Gas ist, sozusagen kann Russland auch an niemanden anders verkaufen, als der an einem anderen Ende der Pipelines dranhängt. Insofern ist es schon eine gegenseitige Abhängigkeit auch. Kann man sagen, die können, wenn die zudrehen, wofür es aber nicht den geringsten Anhaltspunkt in der Vergangenheit gab. Ja, die haben, wie gesagt, das wurde eben gesagt, sie haben eigentlich immer ihre Verträge erfüllt und das wird in Zukunft hoffentlich so bleiben. Aber es ist natürlich schon eine etwas schwierige Situation, wenn man sozusagen von einem einzigen Anbieter einen sehr, sehr großen Teil seines Gases importiert. Wie viel kriegen wir denn derzeit aus Russland? Ungefähr 40%, glaube ich. Deutschland, ne? Etwa knapp 40%. Ne? Und wer sind die anderen Lieferanten, damit man da auch mal eine Vorstellung hat? Holland, Norwegen und eben ein bisschen Eigenaufkommen, müssen wir überlegen, wer noch. Dänemark, England, nicht. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wie die Verträge auch gefahren werden. Ein bisschen 40-60%, die 60% sind ja schon offener, großer Batzen. Also das muss ja noch es beschränkt sich auch. In Norwegen, also mit dem größten Anteil unter den übrigen. Und dann haben wir eben noch Holland. Holland ist unter 20%. Nur perspektivisch wird Norwegen und Holland abnehmen. Und das liegt einfach an den Feldern, die sich erschöpfen. Unser eigenen sind eben auch sehr begrenzt. Also die Importabhängigkeit bei Gas wird steigen. Das, und zwar Importabhängigkeit dann entweder Russland oder die anderen Alternativen wären ja nur Flüssiggas. Und da sind wir nicht sehr weit. Das habe ich gelernt. Das ist mit großem energetischen Aufwand auch nur wiederum herzustellen. Flüssiggas, naja, die Abkühlung braucht halt sehr, sehr viel Energie. Ne? Es ist teuer, aber es ist durchaus ein schnell wachsender Markt. Also die Hoffnung, nicht so sehr für Deutschland. Formulieren wir es mal andersrum. Also wenn es jemand gibt, der die Hoffnung hat, es könnten sich große andere Anbieter auftun plötzlich, die ist eher unbegründet. Außer man schafft da ist ja die Rede davon, eine eigene Pipeline jenseits
von Russland und führt die irgendwo hin nach Turkmenistan und Kasachstan. Aber das klappt irgendwie Herr Minow, auch nicht. Wir wollen ja jetzt nicht Zahlen wälzen, aber wir sollten uns einfach mal in Erinnerung rufen, dass in Russland 48.000 Milliarden Kubikmeter Reserven existieren. Das ist eine ungefähre Zahl von weltweit etwa 181.000. So. Ja. Und wenn wir uns dann die anderen Länder angucken, um mal einfach die Kandidaten mal zu prüfen, dann haben wir da zum Beispiel den Iran, ich glaube 28.000, Katar 27.000. Und dann haben wir noch Abu Dhabi, 7.000. Also der Iran ist schon einer der ganz, ganz großen. Das hatten wir eben, glaube ich, auch auf der Karte gesehen. Ne? Der Iran ist einer der ganz, ganz großen Reserven, die aber praktisch nichts liefern. Weil die sind nicht erschlossen. Und, Da ist mit der Versorgungssicherheit ein bisschen schlecht an, wenn die das ist kein liefern. So wirklicher Zugewinn. Ich meine, in Bezug auf Diversifizierung ist das durchaus was Interessantes. Es gibt von der EU ja auch massive Bestrebungen, Nabucco zu fördern. Das hat politisch natürlich eine Nabucco Menge... Nabucco muss man jetzt erklären. Also Nabucco wäre eine Pipeline von... Es gibt verschiedene Pipeline-Projekte, die geplant sind und die es gibt. Es gibt eine Reihe von Pipelines von Russland, die in Deutschland enden sozusagen. Und es gibt eine Pipeline, die geplant ist, ein Nord Stream, der durch die Ostsee gehen soll. Und es gibt eine Pipeline, die EU plant und gerne irgendwie... Also die Stadien sind da sehr unterschiedlich. Russland vorbei durch Georgien. Nord Stream wird gebaut. Zwar noch nicht der Offshore-Teil, aber die Landverbindung, da wird ja schon dran gebastelt. Nabucco ist ein Projekt, was in der Diskussion ist. Nabucco ist ein Projekt, was vom Iran aus über die Türkei nach Südeuropa erstmal, das also auch ein langer Weg ist, dann nach Deutschland käme. Das würde uns mehr entlasten, dadurch, dass eben dieses Gas mehr in den südeuropäischen Raum käme. Aber das ist natürlich politisch sehr schwer und da wird nirgendwo dran gebaut. Da gibt es auch keine wirklichen Verträge. Da gibt es einen Status in der EU als... Aber das liest man überall, das ist sozusagen die Alternative. Da es wird liegt sehr viel Gas und die EU hat ein strategisches Interesse daran, dieses Gas per Pipeline an die EU zu binden, statt es per Pipeline nach Indien irgendwann mal schicken zu lassen. Da sind die Verhandlungen im Übrigen sehr viel, aber auch im Gange. Aber wie ich höre, hat da etwas sehr Wichtiges, nämlich per Pipeline. Ja? Und jedes Pipeline-Projekt, was zusätzliches Gas nach Deutschland bringt, ist zunächst einmal ein gutes Projekt, weil es die Versorgungssicherheit erhöht. Und wenn wir uns jetzt mal die Alternative zu der viel diskutierten Nord Stream überlegen, das könnte ja zum Beispiel auch ein LNG-Terminal sein, was man in Greifswald errichtet hätte. Das muss man wieder erklären. Ein LNG-Terminal ist Flüssiggas? Also um es vereinfacht zu sagen, das Gas wird am Herkunftsort auf minus 160 Grad abgekühlt. Dabei wird es verflüssigt. Dann wird es in Tanker gefüllt. Die Tanker, die fahren dann zu einem Anlandeterminal. Dort wird das Gas wieder vom Flüssigen in den gasförmigen Zustand überführt und kann dann in die Pipeline gegeben werden. So. Der große Unterschied zwischen einem Terminalprojekt in Greifswald und dieser Nord Stream, die es jetzt geben wird, ist zunächst einmal der, dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, wenn die Leitung einmal liegt, dann kommt da auch Gas durch. Denn jeder, der in ein solches Projekt investiert, möchte auch eine Rendite erzielen. Ansonsten ist das einfach nur ein Stück Blech, was im Meer vor sich hin rostet. Und das kann dann natürlich nicht passieren. Das heißt, wir wissen, dass dort immer Gas kommen wird. Und das ist ein ganz wesentlicher Beitrag für die Versorgungssicherheit. Die Kapazität dieser Leitung wird 55 Milliarden Kubikmeter betragen. Das ist mehr als die Hälfte dessen, was Deutschland im Augenblick pro Jahr verbraucht. Eine kurze Antwort bitte noch und dann ist Alexander Pohl wieder dran. Die Befürchtungen, die ja da sind, ist, dass diese Pipeline eben durch die Ostsee geht und eben nicht mehr wie bisher durch andere Transitländer, Polen und andere. Und diese äußern Ängste, dass sie sozusagen abgeschnitten werden könnten. Also ich würde zunächst einmal sagen, das ist doch eine ganz tolle Sache, dass wir dort keine Transitländer haben. Denn mit den Fischen im Wasser kann man sich nicht über Transitgebühren streiten und die können einem aus irgendwelchen Gründen auch nicht den Hahn abdrehen. Also von daher ist das auch wieder ein Punkt für die Versorgungssicherheit. Und was die Betroffenheit der Polen angeht, die haben ihre Bedenken geäußert und daraufhin ist ja auch angeboten worden, dass man direkt von Greifswald aus nochmal einen Abzweig baut, um Polen vom Westen aus auch zu versorgen. Und also von daher ist diesen Bedenken auch Rechnung getragen worden. Das ist ja auch vollkommen legitim, dass jemand sagt, ich möchte gerne auch mitmachen. Und so ist das dann auch berücksichtigt worden. Verstehe. Gut. Alexander Pohl.
Ja, Herr Bergsteiner hat ja vorhin auch die Megafelder angesprochen, aus denen also dieses Gas gefördert wird. Die Frage, die Sie hier die Zuschauer stellen, wie viele von diesen Feldern gibt es eigentlich noch? Also Stichwort Versorgungssicherheit, auch vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage, nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Teilen der Welt, beispielsweise China. Also wie ist es da um die Versorgungssicherheit bestellt? Und eine Frage noch an den Professor Hubert. Wir haben vorhin angesprochen, das EU-Pipeline-Projekt. Hätte denn der Verbraucher oder was hätte denn der Verbraucher von so einem gemeinsamen Projekt der Europäischen Union? Und ist das bei der Vielstimmigkeit innerhalb der EU überhaupt richtig vorstellbar? Ja, ich bitte um kurze Antworten, sonst die Zeit läuft uns wahnsinnig davon. Bitte Sie zu den Feldern. Die Felder, die ich eben erwähnt habe. Yuzhno-Russkoje ist nun gerade, wenn man so will, angestochen worden, ja, und produziert auch schon. Achimgas auch. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Feldern, die in der Erkundung sind. Und wenn wir von Reserven sprechen, dann handelt es sich regelmäßig um erkundete Strukturen, bei denen man aufgrund der Daten davon ausgehen kann, dass bestimmte Mengen wirtschaftlich gefördert werden können. Die Ressourcen sind weitaus höher. Aber es heißt ja immer wirtschaftlich förderbar. Und die Erkenntnisse, die werden gewonnen aufgrund der seismischen Untersuchungen dieser Strukturen. Das heißt, nicht alles, das, was wir jetzt an Feldern kennen, ist in Produktion, sondern es gibt immer einen Vorlauf. Gibt es sowas, so einen beruhigenden Jahres, eine beruhigende Jahreszahl? Also der Vertreter der Braunkohle an diesem Tisch hat gesagt, 300 Jahre locker. Und der Vertreter der Kernenergie hat gesagt, ach, 100 Jahre. Ja, ich bin ja Gott sei Dank kein Rechtsanwalt, deshalb kann ich rechnen. Ja. wenn wir die Weltgasreserven von 180 oder 181.000 Milliarden Kubikmeter nehmen und den Weltverbrauch pro Jahr, der in etwa so bei 3.000 Milliarden Kubikmetern liegt, dann wäre die Reichweite über alles bei 60 Jahren, was Russland angeht, ist die sogenannte statische Reichweite, so nennt man das, wenn man das so rechnet, bei etwa 80 Jahren. So, und dann muss man sagen, das, was wir heute produzieren an Gas, das haben wir vor langer, langer Zeit entdeckt, ja, exploriert. Verstehe. Das heißt, das, was danach kommt, ja, das muss erstmal in den folgenden Jahren noch entdeckt werden. Und die Mineralölunternehmen, die weisen eine sogenannte Reproduktionsrate aus und Gazprom tut das auch. Und Gazprom hat auch wieder mehr Gas gefunden als produziert. Sodass, okay. Das heißt, der Vorrat, also das, was man noch in Zukunft produzieren kann, das sinkt zurzeit nicht. Okay. Das sieht besser aus als beim Öl. Noch zur EU-Pipeline. Die EU-Pipeline. Also auf Nabucco hat man sich schon einigen können. Kontrovers ist eben Nord Stream, weil da sind die EU-Länder sehr unterschiedlich von berührt. Und natürlich kann man Polen sozusagen dann von Westen her versorgen, aber sie verlieren halt diese strategische Position als Durchleiteland, die sie gerne hätten und auch als Bargaining-Chip benutzen würden. Die Frage Nabucco war, ist nicht in der EU so sehr umstritten. Nabucco ist sozusagen international, weil es eben den Iran ganz anders einbinden würde und dort eben auch so eine wechselseitige Abhängigkeit kreieren würde. Da gibt es halt sehr, sehr starke Widerstände von den Amerikanern. Und deshalb ist das Projekt politisch sehr schwierig. Politisch ist so ein Stichwort, da würde ich gerne auch nur in den letzten Minuten noch zwei, drei Sätze von Ihnen doch zu hören wollen. Wir haben die Sendung aufgezeichnet und jüngst hat es einen Artikel gegeben im Spiegel, der sich sehr intensiv mit Gazprom Germania befasst. Da gibt es massive Vorwürfe dass da in der Geschäftsführung Leute sich selber in die Tasche gewirtschaftet haben und alte Vorwürfe, Stasi Leute, wissen wir nicht so genau, was bei Ihnen passiert, oder wissen Sie es selber? Ja, das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte. Wir sind von dieser Veröffentlichung ja auch überrascht worden. Wir sind es natürlich gewöhnt, dass wir im Fokus stehen und dass wir auch mit allerlei Verunglimpfungen oder auch Unterstellungen leben müssen. Und es ist uns aber in der Vergangenheit schon gelungen, in vielen Bereichen diese negativen Erwartungen positiv zu beantworten. Also als wir zum Beispiel bei Schalke angefangen haben,
Da hieß es, wir würden den Verein kaufen und da wäre die Mafia am Werk. Fragen Sie heute mal nach gut anderthalb Jahren Zusammenarbeit, wie wir mit Schalke zusammenarbeiten. Das klappt alles wunderbar. Das heißt, wo man uns kennenlernt und wo man wirklich die Chance hat, mit uns zu arbeiten, da kommt man auch zu einem positiven Ergebnis. Das, was Sie jetzt ansprechen, dieser Artikel, das sind ganz konkrete Vorwürfe, die sich aber nicht gegen das Unternehmen zunächst richten, so wie sie formuliert sind, sondern die sich gegen drei einzelne Personen richten. Das ist richtig, komme ich auch noch gleich zu. Wir haben zwei Kollegen, denen man vorwirft, mit der Stasi zusammengearbeitet zu haben. Der eine Mitarbeiter hat dies eingeräumt und der andere bestreitet die Vorwürfe. So, das heißt, wenn wir mal 120 Mitarbeiter in dem Büro in Berlin nehmen und wir residieren im Ostteil Berlins, und es ist ja auch dem Grunde nach ein ostdeutsches Unternehmen, dann haben wir eine Quote von 1 von 120 oder 2 von 120. Sie selber klingen nicht so, als wenn Sie eine DDR-Vergangenheit hätten. Ja, nun, das hört man wahrscheinlich mir an. Das ist ein bisschen der rheinländische Klang, dass ich nun aus dem Westen bin. Das macht einen von diesen Themen etwas frei, aber nicht weniger betroffen. Ja. Das ist richtig. Aber das sind Vorwürfe, die gegen die Personen gerichtet sind. Und die haben sich Rechtsbeistand gesucht und werden darauf in geeigneter Form eben reagieren. So, dann kommen wir natürlich zu dem zentralen Vorwurf, von dem unser Chef betroffen ist. Und er hat zu diesem Thema jetzt auch eine Antwort formuliert und die ist auch bekannt gegeben worden, in der er diese Vorwürfe bestreitet und dass das also Falschaussagen sind und Unterstellungen, die nicht zu belegen sind. Und er hat das ergänzt dadurch, dass er die Revision unserer Muttergesellschaft eingeladen hat, auch diese Vorgänge zu prüfen. Und mehr kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht dazu sagen. Allerdings muss man darum bitten, dass mit Fairness umgegangen wird. Und manchmal vermissen wir das. Ja. Wir werden das weiter verfolgen. Aber kommen wir bei diesem Thema nochmal zum Thema Image. Die Gazprom hat da wirklich jahrelang oder sehr oft, Sie sagten es selber, mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen. A, warum ist es so? Und B, glauben Sie, dass sich an so einem Image auch etwas ändern kann und wodurch? Also das richtet sich jetzt im Allgemeinen nicht unbedingt gegen die Gazprom Germania, die ja gar nicht so bekannt ist. Ich meine, meistens redet man über Russland, Gazprom, KGB in einem Atemzug. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, schwer von der Gazprom aus anzugehen. Ich glaube, es wird überhaupt wenig berichtet über Russland, was positiv ist. Das fällt mir. Ich war mal dort eine Zeit lang und sehe da keineswegs alles rosa-rot. Die haben unheimlich viele Probleme. Gazprom ist ein ziemlich intransparentes Unternehmen in Russland, haben auch Effizienzprobleme. Ich meine, das kommt ja aus einer staatlichen Verwaltung mal zusammengelegt. Aber insgesamt, glaube ich, wird da oft auch so reflexartig aus der Hüfte geschossen und immer die gleiche Leier. Also wenn Gazprom... Ich kann mich erinnern an eine Fernsehsendung, als es darum ging, dass... ein Petersburger Fußballclub einen deutschen Fußballclub besiegt hat in einem wichtigen Spiel. Und das Einzige, Entschuldigung, das ging um den UEFA Cup, ja. Also. Ja, das sage ich, ist ja egal, worum es jetzt ganz genau ging. Aber es ist halt die Berichterstattung, und da rede ich über Tagesschau. Ja, ich habe die Tagesschau gesehen. Okay. Die Berichterstattung war nicht über das Spiel, die Berichterstattung war nicht darüber, dass man sich freut, dass da relativ junge Mannschaft mal eine erstaunliche Leistung zustande kriegt, was man ja auch hätte tun können oder den eigenen Verein kritisieren. Es ging darum, dass die Gazprom das finanziert und die Gazprom finanziert auch den Kreml und das Ganze sei überhaupt. Und das fand ich völlig abartig. Das ist so wirklich aus der Hüfte geschossen und wo es dann auch schwer ist zu sagen, ich finde es nicht so toll, dass wir von einem einzigen Unternehmen einen sehr, sehr großen Anteil unseres Gases bekommen. Ich finde, Diversifizierung macht Sinn. Ich finde es zum Beispiel schade, dass das das Regasifizierungsterminal in Wilhelmshaven jetzt nicht mit 10 Milliarden Kubikmeter gebaut wird. Klammer auf, da wird seit 5 Jahren drüber diskutiert. Das ist eine klare, präzise Sache, aber das sollte man nicht immer gleich vermengen mit dieser Angst, die Russen kommen, weil sie uns Gas liefern. Das ist einfach Unsinn. Und eins möchte ich bei der Gelegenheit auch mal feststellen. Die Gazprom ist in einer
eine Entwicklung. Wir alle wissen, dass das früher halt ein Staatsunternehmen gewesen ist, also auch noch zu den alten sowjetischen Zeiten. Aber inzwischen wird die Gazprom von vielen internationalen Beratungsunternehmen auch unterstützt. So, und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, die Unternehmen, die auch Exxon, Shell, all die anderen beraten haben, die arbeiten jetzt für Gazprom. Und der Chef der Gazprom, Herr Müller, hat gesagt, dass das Unternehmen Gazprom in Zukunft einer der globalen Player sein soll. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Berater kommen und wie werden die denn Gazprom beraten? Die nehmen sich das aus ihrer Schublade, was sie für die anderen westlichen Unternehmen schon erarbeitet haben. Und dann wird Gazprom letztendlich genauso aufgestellt sein wie jeder andere Global Player im Energiegeschäft. Das wird ein ganz transparentes, normal arbeitendes Unternehmen sein, und das Unternehmen Gazprom ist schon heute auf dem besten Wege. Und wenn Sie schon mal ein Interview mit Herrn Medvedev gesehen haben, der für das Exportgeschäft zuständig ist, das ist ein absolut westlicher... Nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein, ist nicht mit dem Präsidenten verwandt, aber der passt überhaupt nicht so kurz in das... Sagen? Ja, Vizechef und der Gazprom. Der Gazprom und auch für unser Unternehmen zuständig. Und der vermittelt ein völlig anderes Bild. Wie wichtig ist denn für Ihr Image gewesen, den ehemaligen Altkanzler, der ja gar nicht ihr sozusagen, der gar nichts mit der Gazprom direkt zu tun hat, aber der immerhin mit dem Pipeline-Projekt etwas zu tun hat, als Fürsprecher zu gewinnen? Also, wenn ich hier die Gelegenheit habe, kann ich ja echt meine Dankadresse loswerden. Ja? An wen? Weil an unseren Altkanzler. Ach so. Also wir machen natürlich auch Marktforschung, ja, und wir wissen, dass er einen sehr großen Beitrag geleistet hat zur Steigerung unseres Bekanntheitsgrades, ja. Das ist effektiv so, und wir hätten uns eigentlich kein besseres Testimonial vorstellen können. So, das ist die Frage der Wahrnehmung im quantitativen Bereich. Wenn wir jetzt mal an die inhaltliche Bewertung gehen, dann wird ihm ja zugeschrieben, dass er wesentlichen Anteil an dem Projekt Nord Stream hat. Und vor allen Dingen ein enges Verhältnis zum russischen Präsidenten, ja, und jetzt Ministerpräsidenten. Ich fokussiere mich jetzt mal auf das, was er da bewerkstelligt haben soll, nämlich, dass dieses Projekt machbar wurde. Und wir wissen alle, dass eine Doppelleitung, die 55 Milliarden Kubikmeter, also mehr als die Hälfte dessen, was wir im Augenblick in Deutschland an Gas verbrauchen, nach Deutschland zusätzlich bringen kann, dass eine solche Leitung für Versorgungssicherheit, ja, das ist ein Volltreffer, ja, das ist ein Sechser im Lotto. Und da hat er seinen Beitrag geleistet, da kann ich nur sagen, Dankeschön. Ja, als Geschäftsmann. Es ist trotzdem unüblich, dass Spitzenpolitiker in Firmen wechseln, mit denen sie zuvor gemeinsam Projekte gestemmt haben. Also das ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf von Gazprom, aber das ist eine Frage nach der politischen Kultur. Ich meine, im Prinzip ist nichts dagegen einzuwenden, dass Politiker auch in die Wirtschaft wechseln. Üblicherweise gibt es Schamfristen. Der ist ja nicht der Einzige gewesen. Sie können ja auch mal sich die RAG anschauen. Ja. Das ist aber etwas, was eben auch in anderen Fällen Bauchschmerzen bereitet. Also da ist er nicht einzeln, aber die politische Bewertung sehe ich da schon etwas anders. Aber hier hat es einen guten Zweck gehabt. Politisch wird das müssen andere bewerten. Politische Bewertung ist aber noch ein letztes Stichwort für eine letzte kurze Runde. Wir diskutieren diese ganze Woche hier über verschiedene Energieträger, und wir haben auch schon über das Thema Kernenergie diskutiert, über den Ausstieg aus der Kernenergie. Jetzt ist die Kohle, Kohlekraftwerke sind auch unter dem Umweltaspekt CO2-Problematik auch in der Diskussion. Freut Sie das? Diese Diskussion, hilft Ihnen die? Und werden wir demnächst, ist sozusagen die Rettung in Gaskraftwerken aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Sicht? Also vielleicht. Gaskraftwerke haben schon eine Reihe von Vorteilen. Also gegenüber Kohle haben sie den Vorteil, dass sie weniger CO2 emittieren, und sie sind eben mit neuen Technologien auch flexibler einzusetzen. Das wäre jetzt der Vorteil gegenüber Kernkraft. Kernkraft kann man sich eigentlich nur in der Grundlast vorstellen. Gaskraftwerke können sie eigentlich sehr flexibel bauen und auch in Spitzenlastbereichen relativ kostengünstig einsetzen. Natürlich profitiert... Auch dezentraler? Sehr große Vorwurf immer auch, gegenüber anderen Großanlagen. Ja, die Gaskraftwerke sind sozusagen von den optimalen Betriebsgrößen her auch welche, die zu den kleinen gehören. Ich meine, sie werden das jetzt nicht in jeder, also nicht als Blockheizkraftwerk unbedingt, aber sie können das relativ klein machen. Das hat also eine Reihe von Vorteilen, aber sie sind nicht CO2-emissionsfrei. Aber von den fossilen... Sind sie günstiger, also in Bezug auf CO2-Emissionen sind sie günstiger als Kohle sowieso und auch als Öl.
ja, die Zukunft spielt Ihnen noch zusätzlich als Geschäftsmodell in die Hand, offenbar. Ja, wir möchten allerdings unseren Erfolg nicht gegen andere Energieträger erzielen, sondern im fairen Wettbewerb und eine politisierte Diskussion, die sich gegen andere Energieträger richtet, ist auch nicht in unserem Sinne. Wir brauchen eine sachliche, rationale Diskussion über den optimalen Energiemix für Deutschland und für Europa. Und da kann Erdgas mit Sicherheit einen ganz entscheidenden Beitrag leisten. Sicherlich mehr als heute. Aber wir sagen beileibe nicht, dass Sie wir für alles Erdgas einsetzen strategisch sollen. In die gesamte Wertschöpfungskette sozusagen rein. Das, was möglich ist, das, was Sie mit Gas sozusagen verwerten können, würden Sie auch gerne selber als Unternehmen verwerten. Ich möchte hier einen Professor zitieren. Ja, einen haben wir ja schon am Tisch, aber ich möchte den Professor Friedel Bolle zitieren, der gemeinsam mit einem Kollegen ein Gutachten erstellt hat über die Integration eines Produzenten in den Downstream-Sektor. Mhm. Und welches die Folge wäre. Er ist zum Ergebnis gekommen, dass die Versorgungssicherheit erhöht wird und die Preise für die Verbraucher sinken. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass dieses Gutachten von mir per Zufall entdeckt wurde. Und ich es leider nicht kenne, deshalb Uni kann Frankfurt ich nichts dagegen sagen. Erstellt worden. Ja, es ist ja nachprüfbar. Wenn ich sowas jetzt behaupte, okay, kann man mich darauf auch festnageln. Okay. Und das haben die Herren aus freien Stücken nun bearbeitet und nachgewiesen. Und das war für mich sehr interessant. Klar, dass ich meinte, das ohnehin schon vorher zu wissen, aber jetzt haben wir dafür die wissenschaftliche Bestätigung. Okay. Die Zukunft heißt Gas. Darf ich darauf aber noch gleich antworten? Also nee, Sie dürfen jetzt das, Sie haben das Schlusswort, denn das ist der letzte Satz, der jetzt kommt. Diese Frage ist durchaus noch, wird kontrovers diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe hohen Respekt vor von der Studie von Herrn Bolle und ich neige eigentlich persönlich auch ein bisschen in die Richtung. Ich finde diese ganze Idee, die die EU-Gaspolitik treibt, dass man eben den Produzenten oder Importeuren die Netze wegnehmen muss und das vertikal separieren muss, das halte ich auch für zum Teil zu kurz geschossen, zu sehr in Analogie zur Elektrizität argumentiert und man beachtet da nicht die Besonderheiten von Gas. Aber das ist durchaus umstritten. Also es gibt auch ein paar Gegenargumente, warum das eventuell problematisch sein könnte. Sie machen eine andere Studie. Derzeit geht aber der Zug durchaus in die entgegengesetzte Richtung in der EU-Politik. Ne? Was auch immer die Studie von Herrn Bolle besagt, perspektivisch wird Druck auf die Gasunternehmen ausgeübt, sich von den Netzen zu trennen. Und das heißt, dass sie eben als Produzent eben nicht die volle Wertschöpfungskette so ohne weiteres kriegen werden. Das Schöne ist, das daran, werden wir alles... Dass sie leider nicht auf die Professoren hören. Das ist ein schönes Fazit. Und weiter verfolgen wir als Endverbraucher am Ende der Wertschöpfungskette. Wir möchten einfach nur günstiges und sicheres Gas haben. Schauen wir mal, ob das so bleiben wird. Ich bedanke mich ganz herzlich hier am Tisch. Und morgen sehen Sie in unserer Energiewoche das Thema erneuerbare Energien mit Michael Herz. Vielen Dank.